Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Ihr seht, ich habe ein relativ großes Paket auf dem Schoß. Ihr habt es am Thumbnail und am Videotitel schon erkennen können, was es heute geht. Es geht um ein Paket von NoFaith Studios. Gleichzeitig das allererste Mal NoFaith Studios auf dem Kanal. Ich bin sehr aufgeregt und auch sehr gespannt, ob mir das Piece, was ich mir bestellt habe, gefallen wird. Bevor wir uns das Piece gleich anschauen, schauen wir uns gleich einmal an, was im Rahmen der Kollektion mit dem Piece gedroppt wurde. Denn es ist ein Black Friday Produkt. Das Ganze hat jetzt auch so lange gebraucht, bis es da war. Wir haben den 28. Januar. Das Ding ist gestern angekommen. Ist auch erst gestern angekommen, weil das Piece, was Black Friday oder am Black Friday veröffentlicht wurde, erstmal in Stock war, aber dann auch anscheinend so wenig, dass es relativ schnell sold out war. Ich war tatsächlich auch direkt um 12 oder war das auch immer gedroppt war, ich weiß es gar nicht mehr. Auf der Seite habe ich mein Glück probiert, aber es leider nicht rechtzeitig bekommen können. Deswegen habe ich eine halbe Stunde ungefähr wieder drauf. Bin eine halbe Stunde später wieder auf die Website abgeschaut und dann war es in meiner Größe da. Deswegen dachte ich mir, schlagen wir zu in einer Größe Large. Ich bin 1,86 groß und wiege so 93, 94 Kilo. Damit war das am Anfang einmal geklärt. Haben. Dann würden wir jetzt einmal ganz kurz zu den Sachen kommen, die im Black Friday gedroppt sind, damit ihr da auch einmal noch mal kurz den Überblick habt und ich euch abholen kann. Unter anderem wurde neben der Jacke, die ich mir geholt habe, kleiner Spoiler, ist eine Jacke geworden, diese Zipper gedroppt in drei unterschiedlichen Farben, in so einem grau, sandfarbenen Beige, wenn man das so sagen kann, und dann in einem Schwarz. Dann gab es dann auch noch mal andere Sachen, wie zum Beispiel diese Bomberjacke hier, die auch sehr, sehr, sehr stark war. Du hast ja gesagt, immer noch sehr, sehr stark ist. NoFaith Studios macht so, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen andere Sachen, wie zum Beispiel die, ich sag jetzt einfach mal herkömmlichen Brands wie Peso, 6PM, Returnity, Live Faster Young und so, ne? Das, also NoFaith Studios hebt sich von denen nochmal sehr, sehr ab. Deswegen sind manchmal auch Pieces da oder werden von denen, ich sag jetzt einfach mal, häufiger Pieces gedroppt, die nicht alltagstauglich sind. Das soll jetzt nichts Negatives sein. Aber wenn man sich NoFaith Studios an sich anschaut, die vielleicht schon kennt oder einfach mal auf die Seite von denen geht und sich die Sachen anschaut, wird man schon relativ schnell checken, was ich meine. Wie gesagt, es soll nichts Negatives sein. Aber ich persönlich finde, dass einige Sachen, die von denen gedroppt werden, nicht immer im Alltag tragbar sind. Wie gesagt, soll nichts Negatives sein. Ich wollte es einfach nur nochmal erwähnt haben. Vielleicht kennt ihr NoFaith Studios schon. Wenn nicht, dann lernt ihr sie jetzt kennen. Vielleicht habt ihr sie auch vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein, zwei Monaten, glaube ich, oder vor einem halben, vor anderthalb Monaten so ungefähr, bei Complex gesehen. Complex hat die gepostet. Wieso? Weil der gute Travis ein Piece von denen anhatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich denke mal schon, dass es custom made für ihn war. Ich habe dir das einmal eingeblendet, was er anhatte. Das war so eine mäßig Rüstung auf denen. Ihr seht jetzt gerade eingeblendet, was er hat. Also dieses Ding, was er obenrum anhat. Dann genau, habt ihr auch nochmal ein Bild, wie das mit normalem Licht aussah. Und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Egal, ob NoFaith Studios die angeschrieben hat, also Travis oder sein Team angeschrieben hat mit, hey, wir hätten gerne irgendwie Lust, was für euch zu machen. Oder Travis selbst oder jemand von seinem Team, die angeschrieben hat, hey, wir mögen, was ihr macht oder wir mögen, was ihr droppt oder veröffentlicht. Hättet ihr Lust, was für Travis für seine Tour zu machen? Wer sagt da schon nein? Deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr starker Move, sag ich jetzt einfach mal. Oder eine Sache, die passiert ist für die Brand. Deswegen da nochmal dickstes Shoutout an die raus, weil ich glaube tatsächlich, klar, gibt es Rapper auf der Welt, die Sachen von deutschen Streetwear-Brands oder allgemein von Brands aus Deutschland tragen. Aber ich glaube, Travis ist da nochmal eine ganz, ganz andere Liga. No disrespect an die anderen Leute, die da irgendwie schon was anhatten, aber ich check vielleicht, was ich meine. Ich würde sagen, wir haben uns soweit alles angeschaut. Wir kommen zum Piece. 250 Euro hat mich das gute Stück gekostet. Ist eigentlich auch ein Piece, was ich nicht brauche, weil es vom Ding wieder so eine Übergangsjacke ist. Also Spoiler, ist diese Bomberjacke in schwarz. Werden wir uns auch gleich wahrscheinlich mal anschauen. Wie gesagt, ich habe, oder wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, wisst ihr, dass ich eigentlich schon mehr als genug, wenn nicht sogar schon zu viele Übergangsjacken habe, wenn man diese Bomberjacke als Übergangsjacke zählen kann. Denn sie soll so ein bisschen dicker sein, also eigentlich auch so für diese Temperaturen jetzt gerade, ich sage jetzt einfach mal zwischen 0 und 5 Grad geeignet sein. So um den Dreh, da ist ja jeder immer unterschiedlich, wie er kälteempfindlich ist oder wärmeempfindlich. Deswegen, ja, ich musste sie mir aber holen, weil sie mir no joke unglaublich gefallen hat auf den Bildern. Deswegen bin ich umso gespannt, ob sie mir gleich on person auch so gefällt, weil 250 Euro ist schon viel Geld. Deswegen muss ich mich tatsächlich schon so umhauen, dass ich sage, okay, 250 Euro investiere ich für diese Jacke liebend gerne, weil man die dann auch selbstverständlich Jahre anziehen kann. Plus, ich habe noch nie bei NoFaith Studios bestellt, deswegen ist es mein erstes Piece. Deswegen bin ich umso gespannter, wie Quali, Fit und sonstige Sachen sind. Deswegen schnacken wir, oder schnacke ich besser gesagt, nicht länger rum und wir schauen uns das Piece einmal an. Das ist einmal das Piece. Genau, hier so weiter nichts drin, ist ein relativ großer Karton. Gut zu wissen, das wusste ich tatsächlich nicht, dann habe ich, glaube ich, überlesen. Und hier auch sehr, sehr stark, wie eben gerade schon angesprochen. Kann man ein bisschen näher, damit ihr sehen könnt. Ich hoffe, die Kamera fokussiert, jetzt ich kann es ohne Brille leider nicht erkennen. Falls nicht, blende ich euch gleich einmal Bilder ein, habt ihr einmal die
Karte oder das Bild von Travis, wo er das Piece anhat, und dann habt ihr hier nochmal einen QR-Code mit Thank you for your support. Da kommt's, oder da geht man wahrscheinlich auf die Webseite von denen. Und dann, was ich tatsächlich nicht wusste, aber was dann glaube ich nicht so schlimm ist, dann ist es halt so, die haben mal eine Karte mit dem Logo drauf und dann hinten einmal einen Text, den ich euch einmal ganz kurz vorlese. Important, no return, wichtig, kein Umtausch. As stated on the website, please understand that every product was made to order. All sales are final. We do not accept returns or refunds. If you still have questions, bla bla bla. Also, wenn ich die Jacke nicht behalten möchte, sie mir nicht gefällt oder vielleicht auch nicht passt, habe ich Pech gehabt. Dann muss ich die wahrscheinlich auch Vinted oder so verkaufen. Aber wie gesagt, ich hoffe eigentlich, dass sie mir passt. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist das Juli-Stück. In einer Größe L habe ich mir das bestellt, so large. Wie eigentlich jede Brand habt ihr eine ganz normale, so eine milchige Verpackung mit dem No Face Studios Logo oben drauf. Hinten auf dem Ding ist so weiter nichts drauf. Ich bin sehr gespannt. Deswegen will ich es einfach auspacken. Und so, was ebenfalls an der Bomberjacke, während ich die auspacke, kann ich euch das ja einmal erzählen. Was auch speziell an der Bomberjacke ist, ist, dass sie inside out tragbar ist. Heißt, wir haben außen, wie ihr es jetzt sehen könnt, eine Bomberjacke an sich, wie man es ganz normal kennt. Und von innen sieht es aus wie ein Zipper, das zeige ich euch aber gleich. Was mir aber tatsächlich als erstes auffällt, ist, dass hier sehr, sehr, sehr viele Fussel sind. Ich habe euch jetzt gerade auch einmal ein Foto gemacht, wo ich euch das, glaube ich, so auf der Kamera nicht gezeigt bekomme. Das ist so mäßig oder wäre der erste Minuspunkt, weil das doch schon ein bisschen viel ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich will nicht pingelig sein, aber wie gesagt, ich will es euch einmal zeigen. Deswegen blende ich euch das hier gerade einmal ein, während ich das hier einmal kurz alles richte. Also, wie gesagt, ich will nicht unnötig meckern oder sonst pingelig sein oder so, aber ich denke, bei einer Jacke von 250 Euro sollte sowas eigentlich nicht passieren. Ich hoffe jetzt nicht, dass es im Inneren der Jacke auch so ist, weil dann wird es ein bisschen kellig und es ist tatsächlich in der Innenjacke auch so. Das ist natürlich semi-optimal, weil das dann, glaube ich, überall hängen bleibt, wenn man das anzieht, aber das zeige ich euch vielleicht auch noch mal kurz. So, also, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite der Jacke eine ganz normale Bomberjacke. Der Stoff von außen ist Nylon, wie, glaube ich, schwer zu erkennen ist, aber es ist wirklich ein sehr schöner Nylon oder ein sehr schönes Nylon, weil es ist sehr smooth. So, wenn man rüber geht mit der Hand, ist schön, ich sage jetzt einfach mal rutschig. So, es ist wirklich sehr entspannt zum Anfassen. Und ihr habt ganz normal zwei Taschen, aber das Genauere werdet ihr auch gleich einmal im Fit-Video sehen. Und dann habt ihr die Jacke hier einmal von hinten. Ist boxy cropped geschnitten, was, glaube ich, dem Ganzen nochmal einen sehr, sehr coolen Fit geben wird. Und dann drehen wir die einmal um. Oder besser gesagt, ich drehe es nicht einmal um, weil ich das mit den Fusseln hier einmal lösen muss. Aber ihr werdet beide Seiten gleich einmal im Fit-Video sehen. Deswegen würde ich sagen, ich probiere es einmal an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hatte das Ganze an und ich würde sagen, ohne lang rumzuschnacken, blende ich euch das Ganze einmal ein, damit ihr auch seht, von was ich rede und ihr euch auch selbst einmal ein Bild machen könnt. Also, ihr seht als erstes eingeblendet die Jacke als Zipper. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Inside-Out tragbar ist. Heißt, ihr könnt beide Seiten tragen. Ich persönlich muss sagen, dass mir die Seite, die ihr gleich als zweite sehen werdet, also ganz normal als Bomberjacke, eher gefällt. Aber genau, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich muss sagen, mit der Size L. Aber das zweite war, dass der Spiegel im Badezimmer runterfällt, obwohl ich den zweimal jetzt schon befestigt habe, weil ich stehen geblieben. Kommen wir zum Fit der Jacke. Ich habe mir die in der Größe L, also in einer Large, geholt. Ich muss sagen, L ist von den Ärmeln her optimal. Auch so von dem Gefühl her, wenn man sie trägt, sehr cool. Allerdings nur mit einem T-Shirt. Aber wenn ich drunter einen Hoodie oder etwas Dickeres an hätte, wäre das ein Tickchen zu eng. Ich muss sagen, von dem gecroppt sein her, finde ich es persönlich aktuell für meine Fashion-Form, sage ich jetzt einfach mal, noch ein bisschen zu gecroppt, weil, ihr seht es gleich, glaube ich, auch nochmal ordentlich, dass man immer mal wieder den Gürtel sieht und jetzt mit dem Gürtel, den ich anhabe, sieht es ein bisschen prollhaftig aus, deswegen ist immer so eine Sache. Aber ich finde das trotzdem super, weil ich mich in diesem Jahr so ein bisschen fashiontechnisch weiterentwickeln will und nochmal Sachen tragen möchte, die ich mir vorher vielleicht nicht getraut hätte zu tragen. Deswegen werde ich die, glaube ich, höchstwahrscheinlich doch behalten, weil genau, es geht vor allem bei Kleidung ja darum, dass man sich in den Sachen auch wohlfühlt und dann kann man sie auch, finde ich persönlich, ordentlicher tragen, als wenn man sich nicht drin wohlfühlt. Aber ich denke, das ist schon mal so ein Step in eine Richtung, persönlich für mich, für die Fashion-Weiterentwicklung. Genau, ihr habt es gesehen, ein Zipper, ihr habt ganz normale Taschen. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Zipper, nur dass er halt etwas gepaffter ist, weil es ja im Endeffekt eine Bomberjacke ist. Ansonsten ist die Kapuze in einer guten Größe. Die Bündchen hier unten sind super, ist nicht zu eng, nicht zu lasch, ist wirklich, dass es so super anliegt und man es wirklich sehr entspannt tragen kann. Persönlich finde ich aber die Seite, die ich euch jetzt einblende, als normale Bomberjacke besser. Ich finde, das sieht ein bisschen fresher aus. Ihr habt auch da eine Tasche, oder was ist auch da? Ihr habt da eine Tasche hier an den Ärmeln, eine etwas kleinere für
keine Ahnung, Kleingeld oder sonst was, was ihr da reinpacken wollt. Dann habt ihr die ganz normalen Standardtaschen hier, die mit einem Klettverschluss sind, sind auch ein bisschen tiefer, heißt, ich glaube, optimal für Handy, Portemonnaie, was auch immer. Und genau dafür habt ihr keine Innentasche, weil es dann ja den Zipper in der Innentasche gibt. Ihr habt dann ganz normalen Reißverschluss. Ihr habt unten zwei Knöpfe, wo ihr es befestigen könnt. Dann oben zwei Knöpfe, dann wieder eine Kapuze. Genau, ich muss sagen, farbtechnisch gefällt mir das wirklich sehr, auch beidseitig. Und wie gesagt, anfangs schon angesprochen, dass oder der Stoff von der Bomberjacke-Seite und auch von drin wirklich super, sehr entspannt auch zum Tragen. Also ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, irgendwie hier an den Schultern oder wenn ich mich so ein bisschen bewege, ist das eng, das zerrt irgendwo. Wirklich sehr, sehr schön. Macht. Einzigster Negativpunkt, den ich jetzt so hätte, der wirklich auch ein Negativpunkt ist, würde ich sagen, war das Gefussel. Ich habe euch das am Anfang angeblendet. Wenn ihr möchtet, kann ich das jetzt auch mal ganz kurz einblenden. Der ein oder andere kann jetzt sagen, boah, das ist ein bisschen meckern auf hohem Niveau oder zu pingelig, aber ich muss euch sagen, bei einer Jacke von 250 Euro sollte das nicht passieren, weil ich habe gerade so 10, 15 Minuten for real mit einer Fusselrolle verbracht, das Ganze zu entfernen oder wegzufusseln. Wie gesagt, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei anderen Jacken auch so ist oder jetzt nur bei meiner so war. Also, wie gesagt, ich sage dazu, dass es eigentlich nicht sein sollte. Es war jetzt, so wie gesagt, jetzt nichts Großartiges, Weltbewegendes. Weiteres Negatives habe ich tatsächlich nicht. Ich hätte jetzt vielleicht noch sagen können, dass für mich persönlich ein bisschen zugekroppt wäre, aber da habe ich jetzt ja gerade schon meine Erklärung dazu gegeben, deswegen finde ich das auch in Ordnung. Ich muss sagen, das erste Mal No-Face Studio, ich bin positiv überrascht. Fusselgeschichte lassen wir jetzt mal aus und vor. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Soll jetzt auch nicht heißen, dass ich vorher dachte, dass es schlecht ist oder keine Ahnung. Bin einfach positiv überrascht. Freue mich tatsächlich, dass die Jacke mir auch so gefällt, wie sie mir auf den Bildern gefallen hat. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht XL hätte nehmen können. Ich glaube, dann wären die Ärmel ein bisschen zu lang. Deswegen denke ich, bin ich mit L schon ordentlich gegangen. Vor allem, weil das Model 1,80 war und Medium getragen hatte. Ich bin 6 cm Größe, deswegen denke ich, ist L schon die optimale Größe für mich. Ich würde sagen, das war's. Wir hatten im Endeffekt nur eine Jacke, die wir uns angeschaut haben. Ihr könnt mir sehr gerne eure Kommis unten da lassen, wenn ihr euch die Jacke geholt habt oder allgemein was von dem Job. Black Friday ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen kommt das Video auch erst jetzt. Ich habe euch ja auch schon erklärt am Anfang, wieso das Ganze so war. Schreibt mir gerne rein, wenn ihr euch was geholt habt. Wenn nicht, dann schreibt ihr mir gerne rein, wie ihr die Jacke fandet. Und wenn ihr nichts schreiben wollt, dann lasst ihr mir ein Däumchen nach oben da. Denn Däumchen ist ein Träumchen. Ebenfalls fühle ich mich wie immer weiterhin mit einem oder mit eurem Support oder über euren Support mit einem kostenlosen Abo freuen. Schwerer Satz. Oder würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Peace.